Wir machen weiter in der Medium-Coeli-Reihe. Also geht es weiter mit dem Zeichen des Krebs. Also hast du dein Midheaven, deinen höchsten Stand der Sonne zur Zeit deiner Geburt im Zeichen des Krebs stehen? Hast du auch gleichzeitig dein Imum-Coeli im Zeichen des Steinbocks? Weil in der Astrologie liegen sich diese Tierzeichen gegenüber. Das verändert sich nicht, das ist immer so. Und wenn du jetzt aber nicht weißt, wovon ich eigentlich spreche, wenn ich vom Medium Coeli spreche, dann schau dir bitte gerne mein Intro-Video dazu an, weil ich erkläre allgemein, was ich darunter verstehe, warum ich vor allem auch den Imum Coeli mit einbeziehe. Und das ist ja bei dir im Zeichen des Steinbocks. Und da fängt es nämlich schon an, dass, wenn du dich schon ein bisschen auskennst in der Astrologie, sind sozusagen die Energien vertauscht. Also eigentlich ist das vierte Haus das natürliche Haus des Krebs und das zehnte Haus ist das natürliche Haus des Steinbocks. Und bei dir ist es quasi aber genau andersrum. Dein zehntes Haus wird markiert vom Krebs durch den Medium Coeli und dein zehntes Haus und dein viertes Haus wird durch den Steinbock markiert. Und den Steinbock am IC zu haben, ist ein bisschen sowas wie zum Beispiel Saturn am Imum Coeli zu stehen zu haben. Und das indiziert meistens eigentlich schon mehr Herausforderungen, weil sich die Energie dort nicht so gut ausdrücken kann, sich nicht so wohl fühlt und ich vor allem in diesen Videos ja auch immer mehr auf Herausforderungen eingehe. Also es das heißt nicht, dass das so sein muss. Es hängt von deinem individuellen Horoskop ab, wie gesagt, auch welche Planeten und Aspekte. Also, aber die Herausforderungen sind das, die uns beeinflussen, die uns vielleicht auch viel unbewusst geschehen sind. Und wenn du dein Unbewusstes nicht kennst, dann kannst du auch deine Träume nicht wirklich verwirklichen. Also dann kannst du nicht anstreben, eine bessere Person in der Öffentlichkeit zu werden oder einen Ausgleich auch zu finden. Also man muss sich dem vierten Haus auch erstmal selber bewusst werden. Und es ist ein unbewusstes Haus. Also dort sind viele Dinge eben unter anderem aus unserer Kindheit, aber auch Karma, also aus vielleicht Generationen vorher, die dir nicht bekannt sind. Mit dem Steinbock ist es so, dass der Steinbock, ähnlich wie ich gesagt hatte, Saturn regiert dieses Tierzeichen. Das ist Disziplin, das ist Ehrgeiz, das ist vor allem Limitation. Und in deiner Kindheit hast du daraus hin vielleicht Erfahrungen gemacht, wo dir vor allem früh viele Erwartungen an dich gestellt wurden. Und das ist das, wo man sagt, du bist einfach zu jung, zu klein, diese ganzen Erwartungen überhaupt erfüllen zu können. Und das löst natürlich viel Druck aus. Also, dass man vor allem die Erfahrung gemacht hat in der Kindheit, eben nicht von emotionaler Wärme oder von emotionaler Zuneigung oder Aufmerksamkeit für dich als Person, so wer du bist, für deine Gefühle. Also, dass das alles etwas war, was du in deiner Kindheit nicht hattest oder nur wenig hattest oder das Gefühl hattest, es nicht zu bekommen. Und dass dein Erfolg und deine Leistungen eigentlich etwas sind, was immer vorangestellt wurde. Also wo du als Kind dachtest, okay, ich werde nur geliebt, wenn ich halt eine Eins nach Hause bringe, wenn ich gute Noten bringe, wenn ich eine Auszeichnung erhalte. Und das ist so, ja, eine mögliche Erfahrung, die dich natürlich auch geprägt hat. Diese Erfahrungen können sich ja aber vor allem auch positiv für dich einfach so ausdrücken, dass du vor allem Arbeit gelernt hast, dass das etwas sehr Wichtiges ist in deinem Leben, dass du weißt, dass man für seine Ziele auch eine gewisse Verantwortung zeigen muss und die Arbeit auch reinstecken muss. Und das ist einfach was, worauf du aufbauen kannst. Also deine Wurzeln im Zeichen des Steinbocks sind eben die deines Verantwortungsgefühls, deiner Ambition und deinem Willen, eben auch harte Arbeit zu leisten. Und auf diese Wurzeln bauen wir eben auch auf. Und du strebst dann im weiteren Verlauf deines Lebens, wenn du in die Öffentlichkeit trittst, eben auch eine gewisse Art von Ausgleich an. Und das ist bei dir im Zeichen des Krebs. Und deine Baumkrone ist das, was der Medium Coeli so ein bisschen darstellt. Also wenn du hinaufwächst und auf deine Wurzeln aufbaust, entsteht eine Baumkrone, die du selber aber auch eben anstreben musst, die du pflegen musst, die du, ja, die dann im späteren Leben vor allem Früchte trägt. Und das ist sozusagen dein Beitrag für die Gesellschaft. Im Zeichen des Krebs ist es einfach vor allem das, dass du vor allem Liebe teilen möchtest. Also der Krebs ist sehr, sehr fürsorglich, sehr kümmernd, sehr wohlwollend. Und das sind einfach Qualitäten, die du in deiner öffentlichen Person vor allem anstrebst, weil es vielleicht etwas ist, was du selber in der Kindheit nicht hattest, aber so essentiell findest und wichtig findest und vor allem auch in dir selbst dort irgendwo den Ausgleich suchst. Und weil du eben gerade jemand bist, der zu Hause, also das ist auch dein viertes Haus, also
wie du zum Beispiel zu Hause bist, wenn du deine, ja, dein BH ausziehst, Jogginghose anziehst, das ist eben, ja, du hast zu Hause die Kontrolle, du sagst, wo es angeht, du hast den Überblick über die Finanzen und Sonstiges. Aber wenn du auf der Arbeit bist, dann bist du diese sehr kümmernde Person und dann bist du die Person, die vor allem nicht so streng mit sich ist. Also diesen hohen Standard, dieses, ja, dieses gewisse Leistungsdruckgefühl vor allem auf der Arbeit eigentlich nicht empfinden möchte und dort eben auch freier ist. Und wenn du jetzt überlegst, der Krebs wird vom Mond beherrscht, also der Mond ist ein sich sehr schnell bewegender Planet und der würde bei dir vor allem in deinem persönlichen Horoskop dir mehr Aufschluss darüber geben, wo er steht und in welchem Tierzeichen, vor allem in Fragen auf Karriere. Aber grundsätzlich beeinflusst er dich eben auch stark in deiner Karriere und macht dich dort eben auch deutlich sensibler, also auch für Kritik. Es ist halt, wie gesagt, nicht das natürlichste Placement, den Krebs im 10. Haus stehen zu haben, weil dort ja eigentlich immer unsere Selbstdisziplin und Verantwortung von außen erwartet wird im Bereich deines Berufs. Und das bist du aber einfach eher nicht. Das ist nicht deine Rolle, die du in der Öffentlichkeit auch überhaupt sein möchtest. Der Medium Coeli, das heißt, glaube ich, eigentlich das, aber ich sage immer einfach der, eingedeutscht, falsch, ist mir auch egal, steht ja für deine Reputation, also dein Image nach außen, also wie andere Leute dich auch wahrnehmen. Und das ist schon ein Unterschied zum Aszendenten, also dein Aszendent ist so dein 1:1, was wirklich in dieser Verbindung reinkommt, auch für dich, deine Identität, wie du ins Leben gehst. Und dein Medium Coeli ist aber eher sowas, was du anstrebst in der Öffentlichkeit, was Leute von dir wahrnehmen, wenn du auf die Arbeit kommst. Oder auch eben sowas wie dein Social Media Account, was du der Öffentlichkeit überhaupt zeigen möchtest. Und grundsätzlich nehmen die Leute von dir eben genau das, diese Mondenergie warm, also jemand, der sehr herzlich ist, sehr willkommen. Also du bist auf der Arbeit jemand, der sich eben kümmert und der eben nicht der ist, der so ehrgeizig und Ellbogen raus und ich muss als Erster an der Stelle stehen, sondern nein, du bist jemand, der eben genau sich um alle kümmert auf der Arbeit, der dafür sorgt, dass es allen gut geht. Und wenn es jemandem mal nicht gut geht, du diejenige bist oder derjenige, der fragt, hey, kann ich was für dich tun? Soll ich dir einen Tee machen? Oder ich habe Kuchen gebacken. Ich habe Kuchen für euch alle gebacken. Das ist auch so, finde ich, was Typisches für Krebs. Und vergiss nicht, es ist trotzdem ein kardinales Tierzeichen. Und das ist nämlich das, kardinale Tierzeichen sind die, die trotzdem führen können, die ins Handeln kommen. Und der Krebs, das ist die Mutter. Und die Mutter weiß, was zu tun ist. Und das heißt auch, sich vor allem emotional um zum Beispiel Mitarbeiter zu kümmern. Und wenn du jetzt überlegst, dieser Imum Coeli gibt ja auch diese Stabilität und Sicherheit von Kontrolle und Ehrgeiz und Disziplin. Das hast du in dir drin. Und deswegen hast du die Freiheit, auf der Arbeit eben das auch zu zeigen und was Leute auch von dir wahrnehmen. Und der Social-Media-Account von grundsätzlich Wasser-MCs ist meistens immer eher nicht so, ja, ich glaube nicht so teil, also da werden nicht die intimsten Sachen geteilt, sondern ja, bei Medium Coeli mit Krebs würde ich sagen, vor allem Essen oder Familie, das sind Fotos, die man auf deinem Social-Media-Account sehr wahrscheinlich sehen würde. Es kommt ja noch aber auch sowas wie persönliche Fähigkeiten mit diesem Zeichen. Das indiziert ja so ein bisschen was mit der Krebsenergie. Und das ist genau das, die Mutter, die fürsorgliche Seite, der perfekte Host. Also ich finde, Krebs, deine beste Fähigkeit ist eben die, sich um andere zu kümmern, der perfekte Gastgeber in Anführungsstrichen zu sein. Also die Bedürfnisse anderer wirklich erfüllen zu können, zu wissen, was sie brauchen und es ihnen geben zu können. Und das ist vor allem, glaube ich, einfach Aufmerksamkeit, Liebe, Zuneigung, Fürsorge, Interesse für die Person, weil du es vielleicht kennst, dass das dir einfach gefehlt hat in deiner Kindheit. Also deine beste persönliche Fähigkeit, finde ich, mit dem Krebs ist es vor allem, deine Liebe und Zuneigung eben in deiner Arbeit ausdrücken zu können. Also du kannst, man sieht es in deiner Arbeit, also bist du jemand, der kreativ ist, dann kann man das sehen. Bereitest du das Essen zu, dann spüren die Leute, dass dort Liebe drin ist. Oder ja, also all das ist dieses, du hast die Fähigkeit, deine Zuneigung und Liebe durch deine Arbeit ausdrücken zu können. Und das, finde ich, ist eine unglaublich schöne Gabe. Aber das ist eben genau das, das kommt mit dieser Verletzbarkeit, mit der Emotionalität und natürlich auch selber einer Sensibilität. Also man ist auch angreifbarer vielleicht für Kritik dort. Aber das so ein bisschen allgemein dazu. Und diese Videos sind ja eben genau das, sehr allgemein gehalten. Du müsstest da halt wirklich schauen, persönlich, was
für dich noch gilt. Also wo steht dein Mond, in welchem Haus und in welchem Zeichen? Aber mit dem Medium Coeli im Zeichen des Krebs wird dein 10. Haus eben durch den Krebs beeinflusst, diese Energie. Das heißt auch, man kann ein gewisses Arbeitsumfeld davon ableiten. Und für dich wäre das einfach ein Arbeitsumfeld, wo es vor allem nicht so viel um Wettbewerb geht. Also wo es nicht enormer Leistungsdruck herrscht, wo es nicht nur darum geht zu produzieren, sondern vor allem, wo du deine sehr fürsorgliche Seite ausdrücken kannst. Also einfach ein Job vor allem, wo du von Hilfe sein kannst. Wahrscheinlich ein Job mit Menschen, mit Tieren, wo du von Hilfe sein kannst. Oder wo du dich vielleicht auch kreativ ausdrücken kannst. Oder eben vielleicht auch beides. Einfach ein Job, wo deine Wärme auch gebraucht wird. Und dann gibt es ja auch so mögliche Berufsfelder, die man davon ableiten kann. Und das ist eben auch das, ich finde es immer ganz interessant, dann sich auch das anzugucken. Also schreib mir gerne, was du arbeitest mit dem Medium Coeli im Zeichen des Krebs, weil manchmal ist das wie viel passender als die Jobs, die ich vorschlage. Das sind ja auch nur so Inspirationen. Und bei mir fällt dann auch immer ganz klar klassisch ein mit dem Krebs, das sind Manager. Also es ist schon jemand, der, wie gesagt, kardinales Tierzeichen, die auch Leitungspositionen einnehmen können, die Teamleiter sind. Aber auch alles aus diesem, wie ich gesagt hatte, sozialen Bereich. Aber es ist auch ein Wasserzeichen. Also es könnte auch etwas Kreatives, gar Spirituelles sein. Also auch das ist etwas, wo ich sagen würde, dass auch jedes Wasserzeichen eine vor allem spirituelle Seite an sich hat, wo sie sehr heilende Kräfte haben können. Also wo sie Heilung entweder, klar, durchs Essen, durch ihre Fürsorge oder aber eben auch durch sowas wie spirituelle Themen von sogar sowas wie Yoga oder Tarot oder Reiki, Hand auflegen, all solche Dinge finde ich sind sehr passend mit Krebs. Und wenn du jetzt aber das Gefühl hast, dass du nicht ganz weißt, wie du dein Medium Coeli anstreben kannst, also auch das Gefühl hast, du bist dort irgendwie noch so unentschlossen, fühlst dich nicht sicher, nicht entschieden, dann finde ich es immer wichtig, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Und was sind deine Wurzeln? Deine Wurzeln sind im Steinbock. Also du hast dort sehr viel Erde. Also Steinbock-Energie ist etwas, wo du vor allem in den Körper kommen musst. Also das ist wieder etwas, wo ich ganz simpel sagen würde, du musst von all dieser Verantwortung, die du immer hast, überall und immer und den Blick drauf hast und diesen Druck, den du auch empfindest, den musst du ein bisschen loslassen. Und das ist am besten etwas, wo du in deinen Körper kommst. Also ja, dich körperlich betätigen, also wandern gehen, in die Natur gehen, vor allem Sport, aber auch sowas wie Yoga. Also schon etwas, wo du auch zur Ruhe kommst und wieder zu dir selbst kommst. Also dich erdest im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das dann geschehen ist, dann kannst du deine Liste rausholen, dann kannst du alles aufschreiben und dann kannst du anfangen, sie wieder abzuarbeiten. Also ich finde, man muss sich erstmal bewusst werden, dass man diese Eigenschaften ja auch für sich nutzen kann. Ne? Also das, was man gelernt hat in der Kindheit, dass es etwas ist, was sich vor allem für Vorteil für dich auch ausdrücken kann. Und dein größter Wunsch ist es eben auch, das ist ja das, was wir anstreben, deine Erfüllung im Leben, das, was du hinterlassen möchtest mit dem Medium Coeli im Zeichen des Krebs, ist es eben vor allem deine Liebe. Also dass du diese Liebe den anderen gegeben hast, und zwar Menschen, die sie brauchten, die dadurch vielleicht weniger Schmerz empfunden haben. Und wenn es nur für einen Tag war oder für eine Stunde, weil du bei ihnen warst, das ist, glaube ich, deine größte Erfüllung, zu wissen, dass du vor allem das gegeben hast. Und ich glaube, mit dem Steinbock am Medium Coeli ist es meistens so, dass es schwer ist, sich verletzbar zu zeigen, emotional zu sein, fürsorglich zu sein, vor allem zu geben, ohne zu erwarten oder misstrauisch zu sein. Aber das ist genau das. Du hast Krebs am höchsten Stand der Sonne. Das ist ein wunderschönes Placement, finde ich, vor allem, wo deine reine Seele und deine reine Liebe wirklich etwas ist, was du auch teilen solltest und geben solltest. Und das wird nicht weniger, sondern das wird einfach nur 1000-mal mehr, weil du das auch zurückbekommst. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Wunsch, den du tief innerlich auch hast. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass es mich gerne unten wissen und ich freue mich einfach, dass du zugeschaut hast.